Die Waldenser, eine Glaubensbewegung, die vorreformatorisch aktiv war. Das Wappen der Waldenser mit der Umschrift Lux Lucet in Tenebris in Lateinisch zu Deutsch auf Licht leuchtet in der Finsternis aus Johannes 1, Vers 5. Versymbolisiert wird dieser Text mit dem Leuchter und mit der Kerze, der auf der Bibel steht. Und um die Kerze leuchten sieben Sterne. Die gehen zurück auf die sieben Gemeinden, die verfolgten Gemeinden in der Offenbarung, mit denen sich die Waldenser identifizieren, weil sie sich auch als die verfolgte Gemeinde sehen. Die Waldenser gehen zurück auf Waldes. Er lebte in Lyon um 1174 und dort begann im Grunde genommen die Laienbewegung der Waldenser. 1532, das war ein sehr entscheidendes Jahr für die Waldenser. Damals, wie es schon die Jahreszahl sagt, war jetzt in Europa die Reformation im Gange. Und die Waldenser als vorreformatorische Bewegung haben entschieden bei der Synode in Champferrand, wir gehen jetzt aus der Untergrundbewegung heraus und wir schließen uns der offiziellen Reformation an. Und sie haben entschieden, okay, in dem Moment, wo wir uns jetzt der Reformation anschließen, wollen wir auch komplett die Bibel übersetzt haben. Ab 1532 nennen sich die Waldenser jetzt Waldenser, denn zuvor waren sie Laienbewegung, Untergrundbewegung und hatten den Namen die Armen von Lyon. Warum heißen sie ab jetzt Waldenser? Sie haben entschieden, dass sie diesen Namen annehmen, den sie schon über viele Jahre von der Inquisition bekommen hatten. Sie wurden verfolgt unter dem Namen Waldenser. 1699 war es dann wieder so, dass die Waldenser fliehen mussten bzw. vertrieben wurden. Damals war dann Henry Arnaud derjenige, der die Waldenser in Europa versuchte, an neuen Orten ansiedeln zu können. Sie konnten neue Heimat finden dank Henry Arnaud. In Baden, in Württemberg, in Hessen und hier natürlich im Enzkreis. Henry Arnaud hat 1702 hier dann in Schönenberg sein privates Haus gebaut und er war hier in Schönenberg als Pfarrer tätig, auch in Dürmens. Darüber hinaus war anfänglich die Waldenser eine eigenständige, autonome Waldenserkirche, bis sie so um 1823 in die Landeskirchen aufgenommen wurden. Henry Arnaud lebte hier hauptsächlich in Schönenberg, obwohl er aber auch gleichzeitig der Moderator war, sprich der Leiter der Waldenser damals hier in Deutschland. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es möglich, das Haus von Henry Arnaud, in dem wir uns jetzt befinden, zu kaufen. Die Deutsche Waldenservereinigung hat das Haus gekauft und hat daraus ein Museum gemacht. Es ist jetzt das größte Waldensermuseum außerhalb der Waldensertäler weltweit in Deutschland. Es beheimatet aber auch das Archiv und die Bibliothek, die ebenfalls die umfangreichste und ja, größte, sage ich jetzt mal, außerhalb der Waldensertäler ist. Und das macht es hier zum ganz besonderen Reichtum und großen Schatz. Von daher sind wir hier auch, kann man ruhig so sagen, im Herzstück der Waldenser in Deutschland. Wir sind ja nicht mehr autonom, keine autonome Kirche mehr. Von daher ist die Deutsche Waldenservereinigung der Dachverband, die Vereinigung, der Verein, der möchte, dass hier das Waldenserwesen, das Waldenserleben aufrechterhalten bleibt, dass man sich erinnern kann im Museum, um auch künftig nicht unterzugehen im gesamtgeschichtlichen Kontext in Deutschland, in Europa. Hier im Haus von Henry Arnaud befindet sich auch der Sitz der Deutschen Waldenservereinigung, unser Archiv, unsere Bibliothek und natürlich das Waldensermuseum. Das größte und umfangreichste Waldensermuseum in Deutschland, das größte und umfangreichste Waldensermuseum, ja, weltweit außerhalb der Waldensertäler. Neben vielen historischen Bibeln aus verschiedensten Jahrhunderten haben wir ein ganz besonderes Exemplar,
eine französische Bibel aus 1609. In unserem Archiv befinden sich aber nicht nur Bibeln, sondern viele andere Dokumente und Schriftstücke, die wir zu Forschungszwecken benutzen und eben dadurch auch erforscht haben schon. Hier kann man als jedermann, der sich interessiert, sich anmelden und hier die Waldenser Geschichte erforschen. Hinterm Haus befindet sich der Garten der Erinnerung. Dort haben wir verschiedene Grabsteine aufgestellt, die uns bezeugen von den Namen von den Waldensern, die ursprünglich hierher kamen, einfach zur Erinnerung, um zu sehen, dass die Menschen von damals hierher kamen, dass wir es nicht vergessen, dass wir uns erinnern im Hier und Jetzt, aber auch fürs Künftige. Denn es ist schon so, dass wir möchten, dass wir auch künftig noch von Waldensern sprechen in Deutschland. Ich sitze hier im Wohnzimmer von Henri Arnault. Gegenüber des Wohnzimmers liegt die Küche im Originalzustand mit vielen Originalexponaten aus Henri Arnaults Lebenszeit. Und im Obergeschoss befindet sich das Studierzimmer, ebenfalls mit Exponaten von Henri Arnault. Gegenüber vom Museum befindet sich die Waldenserkirche, die Henri Arnault-Kirche. Dort ist Henri Arnault auch begraben und seine Grabstätte kann man heute dort auch noch anschauen. Somit sind wir hier offen für alle Interessierten, die sich weiter forschen, weiter entdecken wollen, was den Waldenser sind, was die Waldenser waren und aber auch heute noch sind und für was auch künftig die Waldenser noch Anstoß geben könnten.